wissen, warum will man zu der Firma, warum will man diesen Job machen und warum, wo sie auch fragen würde, warum glaubst du, dass du genau der Richtige bist für uns? Das wäre auch so eine Frage, die ich stellen würde, ja. Und das sind ganz gemeine Fragen. Ja, das sind aber so Fragen, die ich einfach stellen würde, wo man dann sieht, ob sich derjenige vielleicht Gedanken gemacht hat, dass der, dass man sagt, okay, schau, der hat sich einfach überlegt, ja, ich will dort arbeiten, weil, ja, oder, Granate, oder er bewirbt sich einfach nur, weil er sonst keinen Platz gefunden hat, ja. Und solche Leute gibt es dann mehr, man, wenn man das ernst nimmt, dann muss man sich einfach damit beschäftigen, das ist klar. So, Bursch, wie schaut es denn eigentlich aus da? Ich meine, du hast ja gerade noch gesagt, dass, dass deine Meinung ist, wer arbeiten möchte, der findet auch Arbeit. Ich sag mal, da kann man so nicht ganz sehen, weil wir Jugendliche, wir sind jetzt auf der Suche nach einer Ausbildung, war ich jetzt zum Beispiel auch, leider nicht erfolgreich, ja. Aber ich bin bis in die Endrunde gekommen bei den Stadtwerken bei uns hier und am Ende ist es daran gescheitert, dass Familie, also Kinder von Angestellten Vorrang haben, ja, für den Job. Dann wurde das halt hausintern entschieden. Ja, und dann war die Sache ja, durch. Dann habe ich ja doppeltes Glück, weil mein Opa 30 Jahre dabei bei diesem Chemiekonzern, wo ich da arbeiten will, als Schlosser gearbeitet hat. Das jo, ist mein, auch so die Sache, warum ich da anfangen will, weil der mich eventuell ein bisschen weiterbringen könnte, indem er für mich bürgt. Man, die Frage ist natürlich, wie oft muss ich mich bewerben? Man, sicher muss man dranbleiben, ist ja kein Thema. Man, so einfach wie es früher ist, ist jetzt nicht mehr, dass ich so leicht einen Job kriege. Aber trotzdem bin ich der Meinung, man kriegt irgendwas. Ja, natürlich bewirbt man sich dort, wo man gerne... Bei einem Job, den man gerne machen würde. Ja, gerade wenn du eine Lehre machen willst, ist es natürlich genau dasselbe Thema. Man, da willst du was lernen, was dir für die Zukunft bringt. Aber das ist natürlich noch schwerer. Aber ich sage mal so allgemein, dass ich irgendeinen Job bekomme, dass ich irgendwas habe, dass ich Geld habe, dass ich versichert bin, da findet man immer irgendwas. Nur ist die Frage, ob man es machen will. Ist. Und das ist einfach die Hauptthematik. Man, wenn sich Leute so aufregen, so wenn Leute... Hoppala, also... wenn Leute da jetzt sagen, Klo putzen zum Beispiel, ja, da regen sich die Leute über die ganzen Ausländer auf, die Jobs haben. Nur ich kenne kaum einen Deutschen, der wirklich auch mal einen Kloputzer-Job machen würde, ja. Ja, das ist ja so eine Sache. Man, entweder jammert man und sagt, Granate. Oder man macht die Arbeit einfach, ja. Ah, nur eine Granate, verdammt, jetzt bin ich tot. Mhm. Ah, jetzt bin ich tot, oder? Ich schätze mal, Problem ist einfach, dass das heute einfach so geht. Ich schätze mal, sehr viele, die suchen sich einfach einen Job aus, ich schätze mal so wie ich, und die fahren sich auch echt fest auf diesen Job. Und auch wahrscheinlich auch genau auf die Firma. Ja. Und, ich schätze mal, wenn man eine Absage kriegt, ist das schon ein bisschen heftig. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach wie früher, weil gerade heute in den Zeiten, wie du ja schon sagtest, wird kriegst du nicht mehr so einfach einen Job. Na ja, klar, einfach ist es nicht, das ist klar, aber andererseits zeigt das auch, da fällt der Hubschrauber neben mir runter, hups, raus, das zeigt dann halt auch, wie interessiert man ist, einen Job zu, verdammt, Job zu bekommen oder nicht. Aber das ist halt so, man, das ist heutzutage überall so, man, ohne, weil ich gerade hier im Chat lese, hier bei Twitch, Vitamin B, ja, Vitamin B brauchst du heute mittlerweile schon, es nutzt ja nichts. Oder eben, du bist einfach von dir, also man, es gibt schon auch Chefs, die einfach, mein Chef damals, wo ich da angefangen habe in der Firma, in dieser Autowerkstatt, das war so einer, der zum Beispiel, ob das jetzt richtig ist oder nicht, hat er hingestellt, der hat irrsinnig viel vom Sternzeichen gehalten, ja. Und ich weiß nicht warum, aber der ist, also der war bis zum Schluss, da, wie ich auch schon aufgehört habe, wo ich dann noch Jahre mal hingefahren bin zum Besuchen, der hat mich jedes Mal zur Seite genommen und gesagt, Victor, ich suche einen Nachfolger für meine Firma, willst du das nicht übernehmen? Ja? Ich war Lehrling dort, der hätte mir seine Firma überschrieben, ja? Also, dass ich die übernehme. Wollte aber nicht, aber ich meine, ja, ich weiß nicht, was das ist, ob das einfach meine Eigenschaft ist, oder ich weiß es auch nicht so recht. Ich trifft ja nicht. Ist das peinlich? Schießt mir gleich weg, halt er weg. Also, naja, aber ich schätze mal, auch wenn du nicht bei irgendwie einem großen Unternehmen irgendwie arbeitest, jetzt mal, und dich heute selbstständig machst, wie halt eine Zeitung sanitär, hast du sowieso die Arsch heute gezogen. Also, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, mein Stiefer, der ist Heizung sanitär, also Heizungsbau, und er sagt mir wohl, also Horrorgeschichten darüber, also der,
geht arbeiten und die Leute bezahlen das einfach nicht. Manche. Die haben in der Firma 30.000 Euro Rückstand. Ja. Weil manche Leute einfach hingehen, die erwarten eine Dienstleistung, aber geben davon kein Geld aus. Ja, das ist mal das allgemeine Problem. Jetzt ist einfach diese sogenannte Wirtschaftskrise, was überhaupt nach meiner Meinung wurde ein bisschen selbst gemacht. Aber ja, man, es ist nicht einfach, brauchen wir nicht reden. Es ist nicht einfach und. Oh, ist der Feind? Aber dass es nicht einfach ist, ist klar. Man, das, man muss sich schon anstrengen, klar. Aber ich glaube, desto mehr man sich anstrengen muss und den Job dann bekommt, desto mehr hat man dann auch den Ehrgeiz, diesen Job zu behalten und zu machen. Denn oft sind wir schon Leute, die bewerben sich irgendwo halt, dass damit sie halt ihren Stempel für ein Dings bekommen, ja, für das Arbeitsamt oder sowas. Das Arbeitslosen, ja. Und sowas ist halt schon ein Wahnsinn. Also ich weiß, selber lebt dann aber mein Ex-Chef wirklich ein cooler Hund und einfach gesagt, nein, entweder du kannst Arbeit haben oder du bekommst den Stempel einfach nicht, ja. Nur was willst du machen? Dann fängt er zum Arbeiten an, arbeitet 3 Tage nach und ist halt unentschuldigt ferngeblieben und musst nicht wieder kündigen. Also, ja. Das Problem ist, dass also, das Problem ist ja auch, ne, ja. Ich weiß gar nicht, wie ist denn bei euch in Österreich, Hartz IV oder so, also Sozialhilfengeld gibt es bei euch auch, ne? Naja, bei uns gibt es einfach das Arbeitslosengeld, was natürlich wesentlich besser ist wie das Hartz IV. Und das ist vielleicht ein bisschen auch das Problem, dass man, bei uns ist schon das Problem, dass man relativ leicht zu was kommt, ja. Dass man relativ wenig machen muss und dass man trotzdem ja, was reingeschubt bekommt. Und das ist halt Problem, schade eigentlich, weil. Also ich habe da so eine Meinung zu. Ich habe nichts gegen Hartz-IV-Empfänger, die sollen es ruhig bekommen, nur dann soll man auch was dafür machen, nebenbei vielleicht irgendwie arbeiten als Du darfst ja nichts. Das ist ja bei uns also, wenn die ganzen Asylanten zum Beispiel, du hast einen Asylanten da, die hocken den ganzen Tag herum in ihrem Asylantenheim und dürfen nicht arbeiten. Die würden alles dafür geben, dass sie jetzt nur, wenn sie nur das Scheiß ausputzen, ja. Die würden alles geben dafür. Dürfen sie aber nicht. Wow, Mann, oh Mann, das ist wieder ein super Aiming-Failing da. Die dürfen einfach nicht. Und das ist halt dann eine sehr mühsame Geschichte, ja. Das. Also ja. Ich weiß ja nicht, also ich glaube hier in Deutschland kannst du mit Hartz IV trotzdem das nebenbei, glaube ich, noch einen kleinen Verdienstjob machen. Ja, das ist das bei uns auch, wenn du arbeitslos bist, aber das ist halt alles dann so, ja, minimaler Schmarrn. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht ganz genau, wie gesagt, ich habe das Glück, dass ich noch nie in meinem Leben arbeitslos gewesen bin. Also ich hatte immer Arbeit und habe mich immer um Arbeit gekümmert. Sowohl als Lehrling als auch. So, da muss immer ein Gegner sitzen. Da hockt irgendwo ein Gegner. Wo ist denn der? Oh. Also mein Panzer. Oh, da kommt er. Wie ich wieder daneben schieße und wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ist eine schwere Geschichte, die Sache mit der Arbeit. Es ist. Mir wundert es aber oft nicht, gell? Ich hab's eh schon mal gesagt, Facebook ist für mich so ein bisschen der Spiegel unserer Gesellschaft. Und wenn du die Leute da anschaust, was sie so posten, was sie für Bilder reinstellen, was sie von sich geben, da denke ich mir schon, also bei vielen Leuten denke ich mir, ja, klassischer Hartz IV. Kandidat, ja. Und also der klassische Erzieherkandidat ist in meinen Augen so der Kerl, der sich um 12 Uhr ein Bierchen zischt und dabei RTL guckt, weißt du? Ja, ich glaube nicht, das ist sicher da ein Vorurteil, man braucht man nicht reden. Es gibt sicher welche, die unverschuldet reingekommen sind oder vielleicht irgendwie, ja, ich weiß nicht so recht. Naja, also das ist ja aber auch so und so. Und also die Leute, die irgendwie so reinkommen, ich schätze mal, die machen auch was dafür. Es gibt aber auch Leute, die sind einfach nur zu faul zu arbeiten und die gehen dann einfach in, ja, beim Arbeitsamt, schreiben sich krank. Das wird dann nicht genau geprüft und schon haben sie wieder einen Stempel und können wieder Hartz IV beziehen. Ne? Was ich einfach ärgerlich finde, dass viele Sachen sehr leicht gehen bei uns, ja. Auch mit dem Messer, eh klar. Dass viele Sachen einfach leicht gehen bei uns. Du kommst aus dem Ausland und bekommst so, sobald du über die Grenze steigst, kannst du schon deine Hand aufhalten. Und das Problem ist ja, dass diese Leute, die hier zu uns kommen, wer geht denn ins Ausland ist von normalen Staaten? Ich rede jetzt nicht von Militär, also von Flüchtlingen, die einfach ums Leben kämpfen, sondern einfach. Aus Ländern, wo du sagst, da ist nichts, da kommen die Leute, die da unten nichts zusammenbringen, weil einer, der in seinem Land gut ist, der kommt eh nicht zu uns, ja. Und die Leute, die wissen schon, was sie bei uns machen müssen, die wissen schon, welche Formulare sie brauchen, um bei uns, wenn sie ja, bei der Tür reingehen, entsprechend schon die Kohle abzuschöpfen. Da gibt es eigene Agenturen, die sich um solche Dinge kümmern. Wow. Und das finde ich ein bisschen mühsam, dass es so einfach geht.
Hast du auf mich geschossen da jetzt gerade? Nein. Ja, hau bloß ab, wie sagst du? Ich bringe es gerade überhaupt nichts mit der Frage, ein bisschen vom Thema ab, aber mich würde auch mal so interessieren. Was waren, sag ich jetzt mal so, du jetzt ein bisschen positiv ausgedrückt, dein geilster Moment, den du hier hattest? Also jetzt sag mal, wo du sagtest, das war schon richtig krass gerade. Was meinst du, vom Zocken her oder vom Job her oder von was? Nee, insgesamt, egal was das ist. Die Geburt von meinem Sohn. Hätte ich jetzt auch getippt. Ja, das ist, das versteht man aber nur, wenn man selber Kinder hat. Das kann man so nicht verstehen. Ich kann mir das aber gut vorstellen. Also ich sag mal so, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an bei mir, ne? Also vielleicht später auch mal Kinder haben, also das ist bei mir klar, so eine Sache. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Also das ist, ja, erstens ist es mehr oder weniger der Sinn des Lebens, ja. Aber es ist einfach auch, pass auf. Ich kann das auch schon manchmal so richtig rühren, wie du mit deinem Sohn halt am iPad da am Hantieren bist. Wenn ich so ein bisschen erinnert, wie ich früher mit meinem Vater mal ein bisschen gespielt habe. Natürlich nicht am iPad oder so, aber so an manchen anderen Sachen. Zum Beispiel, mein Vater ist auch richtig Eisenbahn geschädigt, hat er auch so ein bisschen auf mich übertragen. Halt dann so eine Modellbahn und sowas gespielt und da fand ich natürlich auch als kleiner Ose immer richtig klasse. Ja, ja. Ja, das sind einfach so Momente, die einfach so genial sind. Also meine ist jetzt 2 Jahre alt, es brabbelt also richtig dahin, es kann wirklich schon Sätze, also so 3, 4, 5 Wortsätze bilden und so und das ist einfach ja wirklich phänomenal. Also das macht dermaßen Spaß und das ist einfach toll, wenn du ihm was beibringen kannst, wenn du was lernen kannst und ich will ihm das Leben retten, kann aber nicht, weil ich wieder nichts treffe. Jetzt bin ich wieder down, verdammt. Wieso schaffen die Burschen da nichts? Wieso bekommen wir da nichts hin? Pass auf, wenn wir es auspacken, du wieder. Was ist der Perk bei einem Sprint? Falsch. Granaten, ist ja gut. Hast du so ein größtes Vorbild? Vorbild? Ja, privat, oder? Vorbild? Das ist eine gute Frage. Vorbild? Na, eigentlich nicht. Könnte ich es wirklich nicht sagen? Aber auch was. Mein einziger Schuss mit Mörser, weil ich glaube, abhauen müssen, weil da jemand auch ein Mörser aufgebaut hat. Got some fresh ammo for you. Für mich ist immer noch mein großes Vorbild, ist immer noch mein Opa. Der hat seine Familie, egal ob die Knüppelart kam oder nicht, der war immer für die da, hat immer Überstunden gemacht, geschuftet bis zum geht nicht mehr, nur damit wir irgendwas hatten, weißt du? Ja. Ja, das ist einfach die Generation ist ja da ganz andere von damals gewesen. Ich meine, es ist, glaube ich, letztens auch einen guten Spruch gelesen. Wenn ein 65 im Paarfach statt 65 Jahre verheiratet ist und die darauf anspricht, warum die Ehe so lange gehalten hat, dann sagen sie, wir sind in einer Zeit groß geworden, wo wir gelernt haben, wenn etwas kaputt geht, es wieder zu reparieren und nicht wegzuschmeißen. Ja, genau. Das ist ja leider die Thematik heutzutage, dass man. Was für mich da die schrecklichste Aussage ist, die man oft mitbekommen hat, jetzt verlieren wir das wirklich noch, das darf ja nicht wahr sein. Dabei bin ich so gut gewesen. Ja, das war gut. Dabei bin ich so gut gewesen. Also was ich mir so finde, weil es mit Kindern auch zu tun hat, wenn wir dann sagen, schau's an, hey, Bester. Zumindest bei uns im Team. Ja, überhaupt, MVP, hey. Wenn sie sagen, so bei Beziehungen versuchen sie mit einem Kind die Beziehung zu retten und so, ja, dass sie ein Kind bekommen, um die Beziehung zu retten. Kannst knicken, sage ich gleich, das kannst knicken. Ach, ein Kind ist eine Belastung für eine Beziehung. Natürlich ist das meiste eine schöne Zeit, kein Thema. Aber es ist schon am Anfang besonders eine Belastung, bis man sich da einfach eingespielt hat. Ja? Und das braucht einfach seine Zeit. So, eine Runde mache ich das schon noch, ha? Ich bin am überlegen, wie ich das mache. Ich will mal gucken, vielleicht, wenn ich irgendwie meinen Kindern was bieten kann, dass sie nicht irgendwie in so einer Mietwohnung aufwachsen oder so, weißt du, irgendwas Vernünftiges, vielleicht ein kleines Häuschen oder vielleicht zügig. Naja, klar. Vielleicht in der Hütte von meinen Großeltern, von meinen Eltern oder so. Oh, Rush, irgendwie die Band dann eben. Platz für alle wird da sein.
Weil es ist gerade für, ich schätze mal, für Heranwachsende nicht schlecht, wenn sie irgendwie im Karten toben können.